Herzlich willkommen zu einem neuen kleinen Erklärvideo von mir. Ich bin Chris Nain, üblicherweise einer der Gildenleiter der Gilde New Horizons auf Dinego, aber ich habe auch eine Diamantenwelt und ich will euch heute kurz zeigen, wie auf meiner kleinen, feinen Diamantenwelt ich Diamanten produziere. Ich habe jetzt nicht den Ansatz der Wunschbrunnenstadt gewählt, was ein bisschen weniger aufwendig ist, sondern den Ansatz, die Gildenexpedition durchzuspielen. Und ich mache das im Autokampf. Und das möchte ich eben demonstrieren für Stufe 3 und 4 der Gildenexpedition. Vorneweg folgende Boosts habe ich im Moment. Angriffsboost von 191%, Verteidigungsboost der angreifenden Armeen von 165%. Das ist schon ziemlich gut. Aber ich konnte mit deutlich weniger genauso schon im Autokampf kämpfen. Ich glaube, wesentlich dafür sind, dass das Castle Le Monte, der Zeus-Statue und der Aachener Dom auf Stufe 10 sind. Vielleicht auch noch die Terrakotta-Armee. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob die wirklich nötig war dazu. Aber als die drei Sachen auf die drei alten legendären Gebäude auf Stufe 10 waren, ging das auf jeden Fall. Ich bin mir relativ sicher. Also ich schätze mal, bei einem Angriffsbonus von ungefähr 130 wird es klappen. Ja, gut. Dann gehen wir die einfach mal durch. Ich starte jetzt direkt in Stufe 3. Und zeige einfach mal die Aufstellung, die ich nutze. Gegen leichte Einheiten ist natürlich die Variante mit dem Legionär ganz easy. Schauen, was wir als nächstes haben. Schwere Einheiten, Legionär, funktioniert genauso. Wenn ihr jetzt noch nicht so hohe Boni habt wie ich, würde ich empfehlen, die angeschlagenen Einheiten auszutauschen. Wenn es gegen Fernkampfeinheiten geht, nämlich Reiter. Wichtig ist, dass der Reiter nicht stirbt. Deswegen mache ich das ein bisschen halbautomatisch. Ich lasse den Reiter hinten stehen und mache dann auf Autokampf. Aber das geht ebenso sehr schnell. Hier ist der Reiter jetzt gestorben. Es kann auch passieren, dass man zwei Reiter braucht. Weil öfter mal einer stirbt. So eine Kombination, wo viele Einheiten nicht Fernkampfeinheiten sind, lohnt sich auch wieder der Legionär. In der zweiten Welle sind ein paar mehr Fernkampfeinheiten, ist aber nicht so schlimm. Der Vorteil vom Legionär ist, man kann wirklich 100% Autokampf machen. Bei den Reitern muss man, wie gesagt, das eigentlich halbautomatisch machen. Hier sind jetzt wieder relativ viele Fernkampfeinheiten. So ein paar Agenten verliere ich da auch. Aber alles in einem Rahmen, den ich wieder problemlos nachproduzieren kann mit meinem Alcatraz. Also ein Alcatraz ist auf jeden Fall auch nötig, wenn man so spielen will. Weil sonst kommt man da vom Einheitenpool an seine Grenzen. Ich denke auch auf Stufe 10 wäre gut. Ich glaube, es geht auch schon geringer. Da muss man ein bisschen mehr haushalten. Vielleicht ein bisschen mehr mit abhängigen Einheiten kämpfen. Die ganze Gildenexpedition über die Woche hinaus zögern, sodass man immer die abhängigen Einheiten nachproduzieren kann. Und dann braucht es am Ende halt auch relativ wenig Einheiten, die das Alka produziert.
Ich hoffe ein bisschen auf Versuche und da kommen auch welche. Kann hier natürlich immer noch Diamantenerweiterungen freischalten. Auf die arbeite ich natürlich auf meiner Diamanten. Medaillenerweiterung meine ich natürlich. Auf die arbeite ich natürlich hier auch so ein bisschen hin und das ist natürlich ein bisschen kontraproduktiv. Bis Sonntag zu warten und dann alles mit Medaillen machen zu müssen. Aber für das Video ist das jetzt mal ganz praktisch. Also die Aufstellungen sind ja hier immer dieselben in der Eisenzeit. In jedem Durchlauf der Gildenexpedition und deswegen kann man das definitiv auch so lösen, wie ich das jetzt hier zeige. Wenn man weniger Kampfboni hat, dann hat man entsprechend mehr Verluste. Aber es wird im Autokampf gehen. Oder Halbautokampf. Na, das ist so eine Situation, da tendiere ich eher zu zwei Reitern. Wäre wahrscheinlich auch mit einem gegangen. Da muss man dann ein bisschen länger warten, wenn der Gegner eben auch Reiter hat, also schnelle Einheiten, die zuerst ziehen. Und wenn man sich verklickt, wie eben, dann auch. Und da sind die heiß ersehnten Diamanten, die ersten 100. Ich achte da gar nicht mehr so groß drauf, also vielleicht hatte ich schon mehr. Und versuche auch sehr nützlich. Habe ich mich verklickt. Da wäre natürlich auch Autokampf möglich gewesen. Nochmal 25. Zwei Reiter nimmt man für den Fall, dass die Gefahr groß ist, dass in der ersten Welle einer der Reiter stirbt. Wenn man dann nur einen Reiter hat und dann eben nur noch Agenten übrig hat im Team, dann hat man natürlich keine Chance. In Welle 2.
Nochmal 4 Versuche. Jetzt werden die Verluste ein bisschen höher. Wieder 25 Diamanten, sind dabei 150. Da möchte ich nicht draufklicken. Ist ein bisschen ungünstig positioniert. Drei Einheiten verloren. Und am Ende mache ich noch mal ein bisschen was anders. Ah, da habe ich jetzt offenbar meinen Reiter verloren. Kommt es auch mal vor. Und das ist eben der Fall, wo man mit zwei Reitern vorgehen sollte. Wenn dann nämlich einer stirbt, ist noch einer übrig für Welle 2. Nochmal 50 Diamanten, 200 jetzt an der Zahl. So, und jetzt kommen die Begegnungen, wo es ein bisschen anders läuft. Da gehe ich nämlich mit 4 Ballisten und 4 Agenten rein. Ja, doch. Nochmal 100 Diamanten sind 300. Das ist die Legionärskombination nochmal. Heißt der überhaupt Legionär? Und jetzt noch die letzten Züge in der genannten Variante. Da verliere ich auch hin und wieder mal Einheiten. In diesen Fällen hatte ich jetzt viel Glück. Hier leider beim letzten Mal keine Diamanten mehr bekommen. Ich spiele hier auch immer zu Ende. Weil, wegen der Relikte, man kann ja auch bei der letzten Begegnung nochmal Relikte bekommen. Und manchmal ist es halt auch erforderlich, für die Gilde durchzuspielen. Dieses Mal sind wir recht klar vorne. Aber es gab auch keine Relikte mehr. Soweit so gut, 300 Diamanten bekommen. Und so funktioniert's. Im Grunde braucht man bloß 3 Kasernen. Ich hätte hier noch ein paar mehr. Die kann ich eigentlich auch abreißen. Die brauche ich nicht mehr. Heldenheim. Ich brauche Ballistencamp. Ich brauche Legionärskaserne. Und berittene Kriegerstall. Und einen Agentenunterschlupf. Man kann es auch ein bisschen anders gestalten. Und noch mehr oder noch weniger Kasernen aufbauen. Und dann stattdessen immer nur gucken, welche Einheiten gehen langsam zu Neige. Dann baut man diese Kaserne, lässt das Alcatraz diese Einheiten wieder nachproduzieren. Und sonst, wenn man keine Einheitenknappheiten hat, lässt man einfach nur das Agentenversteck stehen. So weit, so gut. So viel zu meinem kleinen Erklärungsvideo. Dann viel Spaß
damit und viel Erfolg bei der Gildenexpedition.